Der Himmel über Rom. Er verdüstert sich in diesem Schreckensjahr 1527. Landsknechte fallen über die Hauptstadt der Christenheit her und verwüsten alles, was dem Papst heilig ist. Er selbst entkommt der Flammenhölle im letzten Augenblick. Aller Hass entlädt sich jetzt an den Symbolen seiner Macht. Heimlich verlässt er Rom, bevor es ihm geht wie seinem Standbild. Das war sicher der absolute Tiefpunkt in der Geschichte des Papsttums. Der Papst flüchtet inkognito bei Nacht und Nebel durch den Hintereingang seiner Engelsburg. Schwer vorstellbar, dass man sich von einem solchen Schlag jemals erholen kann. Nach anderthalb Jahrtausenden scheint das Papsttum dem Untergang geweiht zu sein. Überall auf den Straßen hört man jetzt Sätze, die vorher niemand zu sprechen wagte. Purga Romam, purgatur mundus. Reinigt Rom, dann wird auch die ganze Welt sauberer. Wie ist es zu erklären, dass sich so viel Wut gegen das Papsttum aufgestaut hat? Er ist es, der das Fass zum Überlaufen brachte. Leo der Zehnte, Spross der reichsten Bankiersfamilie Italiens. Verwöhnt, genusssüchtig, anspruchsvoll, unbescheiden. Von ihm stammt der Ausspruch, da Gott uns das Papsttum gegeben hat, lasst es uns genießen. Ist das die richtige Arbeitshaltung für den Stellvertreter Christi? Für Papst Leo sind Luxus und christliche Moral kein Widerspruch. Er fühlt sich als Stellvertreter Christi auf Erden und empfindet seine prunkvolle Hofhaltung als selbstverständlich. Vom berühmten Künstler Raphael lässt er sich porträtieren. Und in diesem Bild ist verewigt, wie Leo sich selbst sieht. Als machtbewussten Renaissance-Fürsten auf dem Papstthron, als Herrscher der Welt. Und genau wie ein weltlicher Fürst denkt Leo strategisch. Auch er will eine Dynastie gründen und sein Neffe Giulio soll ihn später beerben. Doch Rom, das Zentrum der Christenheit, lässt sich nicht regieren wie ein fürstlicher Privatbesitz. Es gibt Gottesmänner, für die die Kirche mehr ist als bloß eine mächtige Institution. Einer von ihnen heißt Martin Luther. Und im Jahre 1511 besucht der Augustinermönch die ewige Stadt, die ihm wie ein Sündenbabel vorkommen muss. Überall Bettler, Dreck und Unordnung. Kaum ein heiliger Ort, der wirklich zur Andacht einlädt. Und der neue Petersdom, eine trostlose Bauruine. Das soll der heiligste Ort der Christenheit sein? Das Herz der Kirche? Luther antwortet mit Hammerschlägen, die die Weltordnung des späten Mittelalters erschüttern. Mit seinen 95 Thesen wehrt er sich gegen die Missstände in der Kirche. Vor allem dagegen, dass der Papst den Gläubigen Sündenvergebung gegen Bargeld verspricht. Luthers 95 Thesen waren in dieser Zeit ungemein verbreitet. Kaum ein anderes Schriftstück hatte einen derartigen publizistischen Erfolg. Die Drucker in allen deutschen Städten haben sofort sich ein Exemplar besorgt, haben das nachgedruckt, in Tausenden von Exemplaren auf den Markt geworfen und die Leute haben sich das gegenseitig aus der Hand gerissen. Ein päpstlicher Gesandte schreibt damals nach Rom, 9/10 aller Deutschen schreit Hoch Luther und das restliche Zehntel schreit Nieder mit dem Papst.
Der Sturm, der in dem kleinen Städtchen Wittenberg losbricht, wird zur größten Bedrohung in der Geschichte des Papsttums. Aber davon weiß der Papst jetzt noch nichts. Das kleine Mönchlein aus Wittenberg beunruhigt ihn wenig. Bloß Mönchsgezänk, spottet er. Papst Leo lebt unbeeindruckt sein fürstliches Christentum. Und die Bibel scheint ihm mehr Statussymbol zu sein als moralischer Leitfaden. Leo X. betreibt einen nicht nur unbekümmerten, sondern geradezu begeisterten Kult der schönen Dinge. Und er findet nichts dabei. Er hat sein Amt von Gott erhalten. Warum sollte er sich kostbarer Requisiten schämen? Sie spiegeln seine Macht und seine Würde in hohem Maße wider. 4 Jahre lang hat Papst Leo bisher politisch erfolgreich regiert. Bei seiner Ernennung zum Papst setzten viele Kardinäle auf den Medici, weil er Renommee und ökonomische Macht seines Bankhauses in die Waagschale warf. Aber wie hatte Papst Leo gesagt? Lasst uns das Papsttum genießen. Er umgibt sich mit Künstlern, Artisten, Gauklern. Unterhaltung wie am königlichen Hofe. Und besonders einer hat es ihm angetan. Ein Dominikanermönch, der mit viel Witz Priester parodiert. Ausgerechnet ihn macht Leo zum Vertrauten. Rom ist in der Wahrnehmung vieler Europäer ein Pfründenmarkt. Der Papst hat zahlreiche lukrative Posten zu besetzen. Er hat ertragreiche Stellen zu vergeben. Wenn er das zielgerichtet tut, kann er sich auf diese Weise ein Netzwerk von Anhang und Gefolgschaft und Loyalität schaffen. Auf der anderen Seite entsteht in Europa der Eindruck einer Verweltlichung. Das Papsttum wird weltlichen Herrschaften immer ähnlicher. Aber Leo will noch mehr. Er will sein Fürstentum Rom gleichsam vergöttlichen. Und er wählt dazu die Mittel der Kunst. Professor Nesselrath ist einer der Direktoren der Vatikanischen Museen. Er überwacht die Restaurierung des riesigen Bilderschatzes, den Leo bei den größten Künstlern seiner Zeit in Auftrag gab. Leos Kunstbegeisterung kennt keine Tabus, auch keine inhaltlichen. Es sind keineswegs bloß biblische Szenen, mit denen er die Wände des Vatikan schmücken lässt. Ganz im Gegenteil. Überall entstehen jetzt Bilder, die die Zeit der heidnischen Antike beschwören. Wie die Schule von Athen, die sein Lieblingsmaler Raphael bereits für einen Vorgänger geschaffen hat. Nicht christliche Heilige sind hier Thema der Kunst, sondern Platon und Aristoteles, Pythagoras oder Heraklit. Leo geht es um die ganz großen Gestalten der Weltgeschichte. Und zu denen zählt er sich auch gerne selbst. Leo hoch zu Ross als Triumphator. Ihm lagen Kunst, Wissenschaft sicherlich mehr am Herzen als eine einzelne theologische Diskussion. Das ist nicht ganz ideal. Ne? Aber irgendwie sind ja auch Päpste nicht vom Himmel gefallen, sondern aus ihrer Zeit herausgewachsen. Leo lässt die Schätze aus fernster Vergangenheit heben. Sein Chefarchäologe ist Raphael, das Künstlergenie. Und Raphael legt das verschüttete Erbe der Antike frei, entdeckt Kunstwerke, unter denen die römischen Kaiser einst tafelten. Ausgerechnet im Palast von Nero, dem Christenmörder, findet er Inspiration für die Ausschmückung des Vatikans. Es ist eine Zeit der Unruhe, aber auch eine Zeit der Neubesinnung. Renaissance nennt man diese Menschheitsepoche. Renaissance heißt Wiedergeburt. Und was damals wiedergeboren wurde, das sind solche Kunstwerke. Die Menschen entdeckten damals die Kultur der Antike wieder, die lange vergessen war.
die aber nun in all ihrer Pracht wieder auflebte, zum Vorbild wurde für alle großen Künstler dieser Zeit. Schönheit, Ebenmaß, Sinnlichkeit, das entsprach auch ganz und gar dem Geschmack der Päpste. Aber aus christlicher Sicht haben alle diese Werke doch einen entscheidenden Makel. Sie stellen heidnische Götter dar, nackt und sinnenfroh. Mit Jesus hat das alles wenig zu tun. In Rom gilt es jetzt als letzter Schrei, Feste nach antiken Vorbildern zu feiern. Ob Kaufmann, Fürst oder Kardinal, das ist in dieser reichen Gesellschaft kaum zu unterscheiden. Man ist unter seinesgleichen. Höhepunkt solch antiker Bacchanale: die goldenen Teller werden einfach in den Tiber geworfen. Eine dekadente Lust an Überfluss und Luxus. Aber Cäsar und Kleopatra konnten es doch besser. Die neureichen Römer haben Unterwassernetze ausgespannt und am nächsten Morgen lassen sie alles wieder aus dem Tiber fischen. Selbst die Verschwendung ist nur schöner Schein. So kleideten sich die geistlichen Herren der Renaissance. Wie Fürsten, wie Könige. Sie kopierten einfach das aristokratische Modell. Sie waren mehr Politiker als Priester. Aber all das kostet Geld, viel Geld. Und da ist es Papst Leo, der eine geniale Idee hatte. Leo will die Finanzmisere des Vatikan beenden. Mit solchen Zetteln, sogenannten Ablassbriefen. Sie versprechen den Menschen Vergebung ihrer Sünden und sie sind gegen bare Münze zu erwerben. Eine großartige Geschäftsidee. Vor allem in Deutschland soll diese Geschäftsidee einschlagen. Kauft Nachweis, kauft durchstreifen von euren Sünden. Ablassprediger durchstreifen das Land und ziehen den Menschen das Geld aus der Tasche. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt, so das Versprechen. Sündenvergebung gegen bares Geld. Geld, das letzten Endes die Kasse des Papstes füllt. Die Zeitgenossen berichten davon, dass Papst Leo persönlich seine Künstler mit Goldstücken entlohnt, die er in seiner Privatschatulle verwahrt. Geld, das Abertausende von Menschen mit ihrer Hände Arbeit erwirtschaftet haben. In Wittenberg regt sich dagegen Widerstand. Das Volk ist in Aufruhr. Und der Protest des Dr. Martin Luther gewinnt an Schärfe. Jetzt ist es nicht nur der Ablasshandel, den Luther anprangert. Jetzt geht es um den Papst selbst, um seinen verderblichen Einfluss auf die Kirche. Die Lage eskaliert. Durch ein partielles Nachgeben hätte die Kirche die Reformation weitgehend abmildern, wahrscheinlich sogar auch verhindern können. Denn Luther hatte ja überhaupt nicht vor, einen neuen Glauben, eine neue Konfession einzuführen. Er wollte nur ganz gezielte Missstände innerhalb der katholischen Kirche beseitigen und alles Übrige so lassen, wie es war. Aber jetzt steht er auf der Weltbühne. Auf dem Reichstag zu Worms können nicht einmal Kaiser, Fürsten und Bischöfe seinen Widerstand brechen. Der Sturm ist nicht mehr aufzuhalten. Papst Leo wird ihn nicht mehr erleben. In diesem Grabmal hat man ihn im Herbst 1521 beigesetzt, nur ein paar Monate nach Luthers Triumph. Was sonst noch von Leos glanzvoller Regentschaft blieb, ist ein Buch aus seinem persönlichen Besitz. Es ist eine handgeschriebene Bibel aus dem 14. Jahrhundert. Heute gut gehüteter Schatz im Kupferstichkabinett Berlin. Dieses Buch ist wie ein Symbol für die 8 Jahre von Leos Kirchenherrschaft. Kaum ein anderes Werk ist jemals so prächtig und kunstvoll geschaffen worden wie diese heilige Schrift. Vergoldete Miniaturen erzählen von der Herrlichkeit Gottes und seiner Heiligen. Vergoldet, so hat sich auch Leo sein Papsttum vorgestellt. Auch wenn Leo in seiner Prachtliebe den Protest Luthers ignorierte, eine seiner politischen Rechnungen ging auf. Nur 2 Jahre nach seinem Tod
wählt die Versammlung der Kardinäle seinen Neffen Giulio zum neuen Papst Clemens VII. Wieder ein Medici und wieder Bankiersmethoden. Geld regiert da die christliche Welt. Die Historikerin Vanna Arrighi analysiert seit vielen Jahren die originalen Schriftstücke, die von der Papstwahl erzählen. In der Korrespondenz der Medici und des Vatikans wird sie fündig. Vor der Wahl wurden jedem Kardinal 1000 Dukaten zugesagt. Und Kardinal Colonna erhielt als Geschenk sogar einen Palast. Mit Bestechung erkaufte sich der Bankiersspross die Papstwürde. Aber der schwierigen Aufgabe als geistliches Oberhaupt ist Clemens VII. Nicht gewachsen. Zwischen seinen Beratern wird er geradezu zerrieben. Auf der einen Seite ein Vertreter des deutschen Kaisers, auf der anderen einer des französischen Königs. Beide Seiten streiten um die Vorherrschaft in Europa. Aber nur einem kann der Papst es recht machen. Wem? Clemens VII. Lebt nach strengeren ethischen Regeln als seine Vorgänger. Er ist gebildet. Aber ihm fehlen die Qualitäten des Herrschers. Er kann sich nicht zu einer Entscheidung durchringen. Das führt erst einmal zu Entscheidungsqualen und zur Unfähigkeit, einen einmal gefassten Beschluss konsequent durchzuführen. Papst Clemens schwankt zwischen beiden Möglichkeiten, deutscher Kaiser oder französischer König. Und je nach Laune und Eingebung diktiert er Briefe, die das Bündnis mit dem einen oder dem anderen versprechen. Kaum hat eine Depesche den Vatikan verlassen, folgt ihr schon eine andere, gegenteilige. Ein Bündnisversprechen jagt das andere. Schließlich findet Clemens eine dritte Lösung. Er will die Machthaber Europas gegeneinander ausspielen, um als lachender Dritter von dem Streit zu profitieren. Nun geht eine freundliche Depesche an den Kaiser ab. Bloß ein taktisches Manöver. Die Kuriere, die den Brief zu Kaiser Karl bringen, reiten durch ein Europa, das sich im Aufruhr befindet. Während Papst Clemens sich mehr und mehr im politischen Spiel verstrickt, übersieht er die größere Gefahr, die aus deutschen Landen kommt: die lutherische Reformation. Der Papstesel zu Rom, im Schuppenpanzer einer Schlange, mit Teufelsfuß und Frauenbrüsten. Das ist noch eines der harmloseren Schmähbilder, die als Antipapstpropaganda überall zirkulierten. Man kann sich heute kaum vorstellen, wie sehr die Fronten damals verhärtet waren. Für die Menschen der Renaissance ging es in diesem Konflikt um alles oder nichts. Katholik oder Lutheraner, das wurde ein Kampf auf Leben und Tod. Der Stein, den Martin Luther losgetreten hatte, kommt nun kräftig ins Rollen und wird zur Lawine. Ein faszinierendes Phänomen der Geschichte. Dieses kleine Mönchlein aus der deutschen Provinz wird zur größten Bedrohung für das jahrtausendealte Papsttum. Und dann kommt noch etwas hinzu. Eine politische Großwetterlage, die den Papst arg unter Druck setzt. Das Hauptproblem für den Papst: er erhebt den Anspruch, geistiges Oberhaupt der ganzen Welt zu sein. Aber territorial ist er nur Fürst eines kleinen Staates. Sein Herrschaftsgebiet ist nicht viel größer als heute die Schweiz. Und sein Reich steht mächtigen Herrschaftsblöcken gegenüber. Dort Frankreich, der reichste Staat Europas mit seinem selbstbewussten König. Hier das riesige Reich der Habsburger, ein Territorium von Österreich bis Spanien. Die Freundschaftsbekundung, die der Kaiser nun vom Papst erhält, ist eine Finte. Und Karl weiß das nur allzu gut. In seinen Händen hält er noch den Brief, den er nur wenige Tage zuvor vom wankelmütigen Papst erhielt. Darin war von Freundschaft keine Rede. Offen hatte Clemens für den französischen König Partei ergriffen und sich obendrein noch als ehrlicher Makler angedient.
Karl entschließt sich, diesen neuen, freundlichen Brief gar nicht erhalten zu haben und lässt ihn einfach in Flammen aufgehen. Clemens VII. Ist durch seine vielen Wendungen, durch seinen Zickzackkurs unglaubwürdig geworden. Er hat zu oft aufgrund neuer Ratgeber und neuer Einflüsterungen seine Entscheidungen geändert. Er hat die Mächtigen seiner Zeit vor den Kopf gestoßen. Er hat keinen Vertrauenskredit mehr. Und noch erstaunlicher, er glaubt die Lügen seiner Gegner. Das macht es Kaiser Karl leicht. Auch er versteht sich in der Kunst der Verstellung. Den päpstlichen Boten versichert er, dass er Clemens in unverbrüchlicher Liebe und untertänigster Treue verbunden sei. Im Geheimen steht sein Entschluss längst fest. Mit seinen Truppen wird er Clemens militärisch in die Schranken weisen. In Norditalien zieht er ein gewaltiges Heer zusammen. Es sind Soldaten aus Spanien, Italien und vor allem aus Deutschland. Landsknechte, die längst von den Ideen Luthers infiziert sind und die ganz persönlich den Kampf gegen das Oberhaupt der Kirche suchen. Protestantische Söldner im Dienste des katholischen Kaisers, vereint in einem gemeinsamen Ziel, gegen den Papst, gegen Rom. In den frühen Morgenstunden gibt Marschall Bourbon den Angriffsbefehl. Vom Gianicolo-Hügel aus überrennen die kaiserlichen Truppen die schwachen Befestigungsanlagen. Die Deutschen greifen Trastevere an. Spanier und Italiener stürmen den Vatikanhügel. Bald ist die ganze rechte Tiberseite erobert. Da die Römer versäumen, die Flussbrücken zu zerstören, gehört die Stadt bald ganz dem Feind und den Flammen. Dem Papst wird nun klar, dass es um Kopf und Kragen geht. Von ihm ist das verzweifelte Zitat überliefert: Entweder werde ich völlig vernichtet oder ich vernichte sie. Was der Kaiser als Strafexpedition begonnen hatte, endet nun in einem unerbittlichen Massaker. Die Zahl der getöteten Römer geht in die Zehntausende. Über Monate wütet der Terror. Zuletzt fällt auch der Vatikan. Aber Papst Clemens ist dort nicht zu finden. Noch heute arbeitet der deutsche Kunsthistoriker Arnold Nesselrath daran, die Schäden dieses Überfalls zu beseitigen. Schäden, die aber auch viel über die Historie erzählen können. Als die Landsknechte bei der Plünderung des Palastes hier eingedrungen sind, waren sie völlig verärgert, dass sie hier den Papst und den Hofstaat nicht mehr angetroffen haben. Und da haben sie angefangen, einfach die Figuren in den Fresken zu erschießen und zu erstechen. Bei der Restaurierung haben wir die Spuren noch gefunden, vor allen Dingen hier im Porträt des Papstes Sixtus IV. Dort haben sie mit der Hellebarde das ganze Kinn herausgebrochen. Oder auf der anderen Seite, hier haben sie ganz offensichtlich gewusst, dass es sich um ein Porträt Julius II. Handelt. Und dem haben sie ebenfalls mit einer Lanze das Auge ausgestochen, haben das ganze Porträt zerstört. Unter den Übermalungen sind die Spuren dieser Schäden der Landsknechte ganz deutlich noch festzustellen. Und das ist alles bei der letzten Restaurierung dann auch wieder ausgebessert worden. Die Söldner haben dann auch ihre Helden hier in den Fresken verewigt. Also ihren obersten Befehlshaber, den Kaiser. Er steht hier auf dem schwarzen Buchrücken, Vivat Carolus Imperator. Und hier unten in diesen Fußbodenfliesen liest man LVTHER, das heißt den Namen des Reformators Luther. Es ist eine Ironie der Geschichte. Der Name des Mannes, der die Kirche ohne alles Blutvergießen reformieren wollte, erinnert bis heute an diese grausame Schlacht. Über 20.000 Protestanten und Katholiken gemeinsam im Kampf gegen den Papst. Die wenigen Soldaten, die Clemens bleiben, sind dafür aber hartgesottene Elitekämpfer. Dass der Stellvertreter Christi eine eigene hochgerüstete Privatarmee benötigt, ist das Ergebnis der politischen Wirren der Renaissance. Schweizer Soldaten wählt er übrigens, weil sie als besonders tapfer und unbesiegbar galten. Hochgerüstet war sie die Elitetruppe des Papstes. So ein Helm, ein Schweizer Helm, gilt im 16. Jahrhundert als Spitzenprodukt
der Kriegstechnik. Heute aber, 5 Jahrhunderte später, würde so ein Blechhelm keinen ausreichenden Schutz mehr vor den modernen Waffen bieten. Dennoch tragen die Soldaten des Papstes bis heute die gleiche Uniform. Man stellt in diesem Fall Traditionspflege höher als Funktionalität. Denn die Uniform erinnert an eine der größten Heldentaten. Im Schreckensjahr 1527 retten die Schweizer Gardisten das Leben von Papst Clemens. Auch wenn die Schweizer Garde heute den Schutz des Vatikans hauptsächlich repräsentiert, eine reine Folkloretruppe ist sie deswegen noch lange nicht. Um zur Schweizer Garde zu gehören, muss man immer noch eidgenössischer Staatsbürger sein und in der Heimat den Grundwehrdienst absolviert haben. Die päpstlichen Soldaten müssen Kampftechniken wie Karate beherrschen, um dem Heiligen Vater als moderne Bodyguards zur Seite zu stehen. Es heißt, dass sich manchmal auch Schnellfeuerwaffen unter den historischen Uniformröcken verbergen. Vor fast 500 Jahren war alle Kampfeskraft gefordert. Von 189 Gardisten überlebten nur 42 das Gemetzel vor dem Hochaltar der Peterskirche. Aber immerhin, Papst Clemens konnte mit heiler Haut entkommen. Vielleicht war dieser Tag der dunkelste in der 2000-jährigen Geschichte des Papsttums. Bei Nacht und Nebel flüchtet der Papst durch einen Geheimgang in die Engelsburg. Die letzte Bastion, die mit ihren meterdicken Mauern dem Ansturm standhält. Ist er hier noch Herr der Welt oder nur armseliger Gefangener? An Luxus jedenfalls fehlt es ihm auch hier nicht. Noch heute ist sein prachtvolles Badezimmer erhalten. Über ein halbes Jahr muss er in diesem goldenen Käfig leben. Dann erkauft er sich von den kaiserlichen Truppenführern die Freiheit gegen ein gewaltiges Lösegeld. Es ist die Freiheit eines Flüchtlings. Die Demütigung könnte nicht größer sein. Wird er je nach Rom wieder zurückkehren? Auf der Feste Orvieto, 120 Kilometer vor den Toren Roms, findet er Exil. Dort erwartet ihn ein Bote, der ihm die Bedingungen für die Rückkehr nach Rom diktiert. Unterwerfung unter den kaiserlichen Anspruch. Clemens fügt sich. Er hat seine Lektion gelernt. Er muss klein beigeben. Ein historisches Gemälde beschönigt die harte Realität. Papst Clemens und Kaiser Karl friedlich vereint. In Wirklichkeit aber ist es ein Triumph des Kaisers. Man wird Clemens VII. Vorwerfen müssen, dass er die politischen Interessen des Kirchenstaats den religiösen Belangen übergeordnet hat. Clemens musste einen hohen Preis für seinen Ausflug in die Weltpolitik zahlen, aber er blieb Papst. Zuletzt setzte man ihm noch ein prachtvolles Grabdenkmal. Aber im Jahr seines Todes findet ein Buch Verbreitung, das die Kirchengeschichte mehr als alle Politik verändern wird. Die deutsche Bibel Martin Luthers. Die Reformation, sie bleibt der Stachel im Fleisch des Papsttums. Das Problem damit hat jetzt ein anderer, Paul III. Er wird den Kampf gegen die drohende Kirchenspaltung beginnen und er wird ihn verlieren. Auch er ist ein Renaissance-Papst durch und durch. Seine Geliebte hat ihm 4 Kinder geboren. Und an deren Fortkommen ist ihm gelegen, mit allen Mitteln, die sich denken lassen. Und wie man so denkt in diesem Jahrhundert, das ist nachzulesen in einem Lehrbuch für Herrscher, das dieser Italiener mit dem klangvollen Namen Niccolo Machiavelli geschrieben hat. Der Machiavell war sozusagen Basislektüre für jeden Herrscher und für alle, die es werden wollten. Auch die Päpste haben ihn ganz genau gelesen.
Machiavelli. Die Zeit lehrt uns, dass nur die Fürsten mächtig geworden sind, die sich darauf verstanden, zu betrügen. Ein kluger Fürst darf sein Versprechen nie halten, wenn es ihm schädlich ist. Und das, ach ja, weil alle Menschen schlecht sind, berechtigt es den Fürsten, ebenfalls wortbrüchig zu werden. Nun, wir mögen es heute als zynisch und menschenverachtend empfinden, was Machiavelli da empfiehlt. Für die Welt der Renaissance aber, und nicht nur für die Kirche, waren das gängige Spielregeln. Und Paul III. Beherrscht die Spielregeln aus dem FF. Er will seiner Kirche wieder die Größe verschaffen, die sie unter Papst Leo noch innehatte. Auch er sucht, mit prachtvoller Kunst die Macht des Vatikans sichtbar zu machen und damit ein beeindruckendes Herrschaftszeichen zu setzen gegen die Protestanten. Aber in den Mittelpunkt seiner Politik setzt er sich selbst, sich und seine Familie. Paul III. Hat die Kirchenstaatsinteressen und die Interessen der Kirche denen seiner Familie untergeordnet, indem er auf Territoriengewinn und Schaffung von Fürstentümern für seine Familie ausgegangen ist. Wie selbstverständlich beherrscht das Familienwappen in Gold die Deckendekoration der Engelsburg. Und gleich daneben der neue Wahlspruch des Papstes. Festina lente, Eile mit Weile. Eine Politik der ruhigen Hand. Paul baut auf Würde und Glanz des Papstamtes. Es ist kein Zufall, dass gerade er es ist, der den prächtigsten Raum im Vatikan erbauen lässt, die Sala Regia, den Herrschersaal. Hier verherrlichen die Päpste auf Wandprospekten ihre weltpolitischen Leistungen. Nicht den Sieg gegen die Reformation, denn der gelingt ihnen nicht, aber zum Beispiel den Sieg des christlichen Abendlandes über die Mohammedaner. In der Schlacht von Lepanto wurden die Türken blutig niedergeschlagen. Der Papst schreibt sich diesen militärischen Erfolg zu, auch wenn er selbst gar nicht dabei war. Repräsentation ist alles. Das ist das politische Programm der Sala Regia. Unter dem Eindruck dieser Bilder sollen alle weltlichen Herrscher dem Stellvertreter Christi demonstrativ Gehorsam erweisen. So hat es sich Paul vorgestellt. Er als Imperator, dem die ganze Welt huldigt. Die Römerin Marietta Quesada ist Direktorin im Staatsarchiv. Wenn man auch zur Amtsführung der Renaissance-Päpste vieles kritisch anmerken kann, in Sachen Buchhaltung und Archivierung haben sie ganze Arbeit geleistet. Dieser Bücherschatz repräsentiert den Beginn einer Geschichtsschreibung, der es nicht um Legenden, sondern um Fakten geht. Marietta Quesada hat Abertausende von vatikanischen Rechnungsbüchern aus der Zeit der Renaissance durchforstet. Und eines ist ihr dabei sofort aufgefallen. Während der Amtszeit von Papst Paul wurde ausgerechnet die Kochkunst auf höchstem Niveau zelebriert. A Battista della Turca per 83 barili. Einkaufslisten und Ausgabenbelege, so sagt sie, dokumentieren die verblüffende Menge und Vielfalt der Köstlichkeiten, die auf den päpstlichen Tisch kamen. Vor allem auch die vielen Importwaren aus der muslimischen Türkei, zum Beispiel der Wein. Wenn es um den gedeckten Tisch ging, gab es keine Glaubensgrenzen. Diese Verhältnisse am Papsthof erscheinen uns heute haarsträubend und völlig unchristlich. Und doch sind sie auf dem Hintergrund ihrer Zeit alles andere als absurd. Genau wie die Herrscher an den Fürstenhöfen müssen die Päpste in Pomp und Prunk investieren, um die Menschen zur Gefolgschaft zu bewegen. Nur wer das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinauswirft, genießt Autorität. Den nimmt man ernst.
Repräsentation ist Überlebensstrategie. Insofern ist es schon erstaunlich, wenn ein Kirchenfürst plötzlich das gängige Herrschaftsmodell in Frage stellt. Und so ein Mann war Papst Paul III. Paul ist Realist. Er erkennt die Zeichen der Zeit. Er will der Reformation etwas entgegensetzen. Nicht allein Verbote, sondern neue Ideen. Zum Beispiel, dass Kirchen zu Kasernen werden, zu Kasernen Gottes. Diese Mitglieder eines neuen Ordens verstehen sich als Soldaten. Aber ihre Waffen sind nicht Gewehre, ihre Waffen sind Worte, Jesuiten. Die Jesuiten haben sich das Programm gewählt, diese lutherische, kalvinistische Ketzerei auszurotten und die praktische Ausübung der militärischen Gewalt, die seit dem 16. Jahrhundert für die Päpste nicht mehr möglich war, schlägt dann mit dem Jesuitenorden um in eine geistliche, militärische Ordnung. Denn nicht umsonst ist der Gründer des Jesuitenordens ja selbst ein Offizier gewesen, der wusste, wie man einen Orden militärisch organisiert. Als tapferer Soldat hatte der Spanier Ignatius von Loyola in Pamplona gekämpft. Eine schwere Verwundung wirkte wie eine religiöse Erweckung. Aus dem Offizier wird über Nacht ein gläubiger Christ und Papstanhänger, einer, der die Botschaft Jesu zum Ruhme Gottes in alle Welt tragen will. Seinen Orden organisiert er als Elitetruppe. Militärischer Gehorsam, absolute Treue zum Papst, hohe Gelehrsamkeit. Die Jesuiten wollen mit Argumenten siegen. Und ihr Feind, das sind die Protestanten. Das 16. Jahrhundert, als der Jesuitenorden gegründet wurde, war eine Zeit der Krise für die katholische Kirche und die Gläubigen. Darum hat sich Ignatius von Beginn an bedingungslos dem Kommando des Papstes unterworfen. Die absolute Loyalität gegenüber dem Vatikan war oberstes Gebot für die Jesuiten. Ende des Jahrhunderts sind es mehr als 13.000 Soldaten Gottes, die gegen die Idee des Protestantismus zu Felde ziehen. Die Bedeutung dieses neuen Ordens bildet sich ab in der Pracht der Kirche Il Gesù zu Rom. Es ist ein Zug dieser Zeit, dass Macht und Größe zum Bilde werden, dass in den Gemälden und Kunstwerken dieser Epoche alle geistigen Energien Gestalt annehmen. So ist auch für Papst Paul die Kunst keineswegs Privatsache, sondern Kampfmittel in der Auseinandersetzung mit dem Protestantismus. Es ist kein Zufall, dass gerade in dieser Epoche die größten Genies der Malerei und Baukunst die Weltbühne betreten. Der größte unter ihnen, Michelangelo. Für Papst Paul soll er die gewaltigste Kirche der Menschheit endlich vollenden, den Petersdom. Seit 40 Jahren eher eine Bauruine als ein würdiges Symbol. Michelangelos Plan ist ebenso hochfliegend wie der Ehrgeiz des Papstes. 42 Meter Durchmesser, eine Ziegelkuppel von nie dagewesenem Ausmaß. Ein Bauwerk ebenso riskant wie die Politik der Renaissance-Päpste. Noch heute sind die originalen Baupläne aus der Hand Michelangelos erhalten. Dokumente, die von der Genialität des größten Baumeisters der Renaissance zeugen. Selbst die modernen Architekten sind immer wieder begeistert von den einfallsreichen Details und dem Wagemut der Konstruktion. Über diesen Säulenstümpfen spannte Michelangelo seine gewaltige Kuppel. Das besondere Problem: erst mit dem Schlussstein war die Statik der gewölbten Ziegelwände gesichert. Dass diese Leistung als Krone seines Schaffens anzusehen sei, schreibt Michelangelo selbst. Ich habe dem Petersdom Körper und Seele geschenkt. Gezeichnet Michelangelo Buonarroti. Im Mai
1590 haben die Baumeister dann den letzten Stein in die Kuppel des Petersdoms eingesetzt. Und 25 Jahre später war auch die barocke Fassade vollendet. Mehr als 100 Jahre waren vergangen, seit dem Tag, als Julius II. Den ehrgeizigen Bauplan gefasst hatte. 10 Päpste hatten in der Zwischenzeit regiert und der Sturm der Reformation war über die Christenheit hinweggefegt. Jetzt stand sie da, die größte Kirche der Menschheit, wie ein verspätetes Symbol für ein Papsttum, das in seiner Repräsentationslust und Prachtentfaltung alle Grenzen gesprengt hatte. Die Zeiten waren anders geworden und auch das Papsttum hatte sich inzwischen verändert. Nie wieder würde so ein Prachtbau im Namen des Petrus, des armen Fischers vom See Genezareth, entstehen. Nie mehr würden die besten Künstler der Welt mit den kostbarsten Materialien ein christliches Gotteshaus von dieser Dimension erschaffen. Aber noch heute gehört der Petersdom zu den meistbewunderten Bauwerken der Welt. 60.000 Menschen passen in diesen gigantischen Kirchenraum. Und wenn wir heute unter der riesigen Kuppel Michelangelos stehen, dann weht uns vielleicht noch eine Ahnung davon an, wie mächtig das Selbstbewusstsein der Renaissance-Päpste gewesen sein muss. Es ist die Erinnerung an eine Epoche, in der man fast vergessen hatte, dass es ein einfacher, besitzloser Mann war, der am Anfang dieser Kirchengeschichte stand. Jesus von Nazareth.